Rudolf. Dernbach im Westerwald. Die Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder Manni, Peter, Uwe und Günther. Es ist früher Morgen und der Tag beginnt wie jeder Tag seit Jahrzehnten. Während Manni im Büro alles für einen erfolgreichen Arbeitstag vorbereitet, fahren Uwe und Günther vor, pünktlich um 8.15 Uhr. Ich mache fest, den Günther seine Tablette vorbereiten, dass er direkt morgens trinken kann. Seine Vitamintablette. Hier sind dann alle Vitamine drin. Es gibt Multivitamin. Egal welche, von welcher Sorte, deswegen sind alle Vitamine drin. Multi. Und hier ist dann der Günther sein Wasser, weil er trinkt Kaffee. Und der Uwe trinkt immer Pfefferminz- oder Kamillentee. Mit Süßstoff. Und das wird vorbereitet. Guten Morgen, Günther. Morgen, Manni. Legst du das Telefon hin, bei der sie Tasse Kaffee machen kann? Ja, wie immer. Okay. Lieber Uwe. Guten Morgen, alles klar? Alles klar, wie immer. Und alles okay soweit? Ja, wie immer. Oh ja, Manfred. Heute haben wir wieder was vor. Ja, naja, müssen wir noch ein Auto holen, wa? Ja. Wir gucken dann. Das ist meine erste Tasse Kaffee morgens. Man geraucht habe ich zu Hause dann schon 6, 7 Zigaretten, komme auch manchmal 8 vor. Erst rauche ich 2, dann gehe ich erst mal runter, da rauche ich mir dann 2 in die Küche, aber da trinke ich dann nur Cola, ne? Und dann gehe ich nach oben und da rauche ich mir dann auch noch so 4, 5 oben und dann warte ich, bis der Uwe kommt. Auch Uwe hat seine Rituale. Damit sein Mercedes nicht schmutzig wird, zieht er seine Arbeitsklamotten erst in der Firma an. Doch eines ist heute anders. Peter hat seinen Platz eine halbe Stunde später eingenommen als gewöhnlich. Und er leidet unter Kopfschmerzen. Ach, Günther. Ich bin ja die Treppe runtergekommen. Ich hatte es ja eilig gehabt. Es war ja Feierabend und alles. Und ich achte auf gar nichts. Dann höre ich nur, dass was am Rutschen ist. Dann wollte ich ausweichen, bin voll runtergeflogen. Ich hatte ja ziemliche Beule am Kopf und etwas geblutet. Ich zeige dir mal. Ach, ich kann mit der Hand noch nicht so gut. Siehst du, das ist hier von Autoclub, Mann, wo wir die Autos kriegen immer hier. Ja, ich weiß. Der steht genauso hier. Ich kam nicht vorbei und dann habe ich einen Überschlag, bin die Treppe runtergefallen. Aber da musst du noch froh sein, wärst du auf den Karton gefallen, wären die schönen Autos kaputt. Deswegen habe ich ja das so gemacht, ja, dass ich nicht auf Autos gefallen bin. Wären die auch platt. Ist die Treppe noch heile? Die Treppe ist noch heile. Gott sei Dank. Aber jetzt habe ich meinen Eisbeutel geholt. Ja. Ich habe hier 2, 3 schwere Beulen und einen Finger etwas. Da mache ich ganz einfach. Ich tue mir den Eisbeutel das drauf liegen lassen. Ich habe schon, sonst wäre es ganz dick gewesen. Hat auch geblutet ordentlich. Ja. Das Auge ist auch rot, hast du ja gesehen. Jetzt hast du hier oben Beulen, ja, und vorne die ganz große Beule. Was machst du jetzt? Du Sack. Kannst du nicht richtig schlafen, ne? Nein. Ja, das verstehe ich. Aber machen wir auch nichts draus, du weißt ja. Ein Mann kennt keinen Schmerz. Ja, dann tust du jetzt mal schön relaxen, ne? Mhm. Dann geht es ja auch morgen wieder besser. Ja, machen wir. Okay. Uwe und Manni besorgen Nachschub. Sie holen einen Schrottwagen zum Ausschlachten ab. So, Mann, mal gucken. So, das schieben wir ein Stück zurück, Manfred. Guck mal, den Bock mal an, Schlüssel hast du ja. Tu mal aufschließen, Türen auf und dann zurück mit der Renner.
Uwe und Manni beeilen sich. Zeit für ein Schwätzchen mit dem Vorbesitzer der Autoleiche haben sie heute ausnahmsweise nicht. Denn die Brüder haben noch Großes vor. Sie wollen auf ihrem Hof Platz für eine riesige neue Garage schaffen. Ja, Manfred, da müssen wir langsam loslegen, weil da hinten ein Grundstück fertig ist mit den Bäumen. Die Garage hier machen. Wir müssen mehrere Autos reinkriegen. Ja. Und ich brauche eine größere Garage für meinen Wagen. Ja, für dein Auto. Du brauchst ja die Garage dann. Die Peter und der Günther, die sollen ja ein bisschen in der Wohnung ein bisschen mal aufräumen und so weiter. Gefällt mir nicht. Ja, für uns. Aber wir wollen da grobe machen. Bäume knacken und so weiter. Also richtig, ich bin volle Pulle angekommen. Und weiter, ich will da groß, die großen Geräte haben. Säge und man richtig Gerät richtig. Dafür. Da haben wir endlich Platz. Der Peter soll lieber drinnen bleiben, sonst fällt er sowieso wieder auf die Nase, wenn er zwischen die Bäume rum haben will. Da fällt ein Baum runter und der trifft ihn dann. Genau. Aufgerechnet. Na, Peter, wie geht es dir? Och, es geht mir gut. Geht schon besser. Nur wenn der Karton nicht da gestanden hätte, gell? Einen Moment, da war der Uwe, der sagte, stell den schnell ab, wir müssen zum Kunden wegen dem Schrott. Die haben den Kunden zwar eigentlich gehabt, aber da bin ich nicht. Du sagst, lass den Karton stehen. Du alter Strolch. Ja. Es sieht ja nicht schlecht aus, gell? Nee, ist schon wieder gut viel besser, gell? Soll mal pusten? Ich puste nicht, da kommt Puder drauf. Peter, sag mal auf. Wir wollen ja die Garagen bauen. Ich mache lieber draußen für die Garage ein bisschen Platz. Tu ein bisschen mal rummachen mit der Säge und alles. Uwe, ich hole die Säge aus dem Keller. Holst du die Säge? Ich hole die aus dem Keller. Er holt mir die Säge, dann mache ich Manni. Ey, pass auf den Uwe, Manni, ist gemeingefährlich. Geht mein Uwe. Ja. Dann sägt er sich noch ein Bein oder irgendwas anderes. Peter, du kennst doch. Der Peter ist gefährlich. Der Uwe ist gefährlich. Uwe ist sehr gefährlich. So schlimm bin ich. Ich gehe in den Keller, hol die Säge. Lass mir doch mal sägen, ich mach das schon. Handwerk. Ich habe die Motorsäge, die ist ja flammneu, aber gucken, ob die funktioniert. Die ist brandneu. Die haben wir ja gekriegt damals. Dann tun wir hier auf, probieren wir mal aus. Da können wir ein paar Schnüppelchen machen. Ist da noch Sprit drin? Das weiß ich nicht, ich guck nach. Aber brandneu ist sie. Oh. So, das ist so geil hier mit dem Ding. Hier ist der Hebel. Stopp, stopp. Start, start. Haben wir noch einen Schocker? Ich versuche es mal. Ja, so geht's auch. Normal nimmt man die der Hand eine richtige. Ja, Manfred, das ist schwierig, wa? Ja, ja, Quatsch. Auch. So macht man die aus. Scheißsäge, fest, man hätte wieder. Vorher Decker runter. Ach, doch, doch. Runter. Doch, und das Werkzeug holen. Ich hole das Werkzeug erstmal, junge Frau. Ich habe eins überlegt jetzt, Günther. Der wegen dem Unfall, wo ich privat hatte, bin hier wegen die Treppe runterfallen. Ich habe überlegt, der Uwe ist ja kleiner. Dafür wird nicht so viel gefallen, weil er tiefer er nicht. Ich muss ja tiefer fallen. Wir fallen alle tiefer, nur Uwe, der Uwe hat einen Vorteil, der ist sofort da. Der ist sofort da, der kann gar nicht richtig fahren. Nein, durch die kurzen Beine. Der hätte keine Beule, nix. Gar nichts hätte der. Peter, da draußen sind ein paar Finnen. Du möchtest mal rauskommen, die brauchen Ersatzteile. Oh. Die haben einen Dolmetscher mitgebracht, aber geh du mal raus. Dann komm ich. Ich setze mal hin, mach du das mal. Bleib sitzen. Du kannst das gut mit den Finnen. Echte Finnländer. Guten Tag. Ist immer Hektik, gell? Ja. Ja, was brauchten Sie? Ich habe ein paar Freunde aus Finnland mitgebracht, die suchen ein paar aus. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Finnland, schönes Land, gell? Ja. Gucke ich viele Filme. Ja. Ja. Gut fürs Fischen. Ja, ist auch in die Natur und alles da. Ja. Die machen sehr gute Filme. Ja.
Ja, also wir suchen für einen Opel Omega. Ja. Die Scheibenwischermechanik. Was für Baujahr ist das Fahrzeug? 93er Baujahr. Year Model 93, ja? Der Omega. 94. 94er. Omega B ist das dann. Da haben wir keinen mehr da. Die gehen wie warme Semmel, weil die dauernd kaputt gehen. Und Nebelscheinwerfer links? Nein, auch nicht mehr. Ich habe nur noch Türen, Motor, Getriebe, ja. Durchleuchten, aber das nicht mehr. Stoßstange Astra. Nein, da habe ich nur Lampenhaube. Audi B, die hintere Stoßstange. Und die Räder für so einen Sanger. Nein, dafür nicht. Aber so, schön, sie mal kennenzulernen. Nächstes Mal. Ja, ha, genau. Okay, danke. Tschüss, Gern. Tschüss. Ich komme runter, aber du musst Hand geben. Tschüss, Gern. Dankeschön. Tschüss, Gern. Tschüss, Gern. Und Dankeschön für den Besuch. War nett. Ich Finnland sehr schön. Ja. Tschüss, Gern. Ja. Ich muss sie hier in diese Laufzone reinmachen. Ja. Kannst du es mal von dir, ne? Ist sie richtig gespannt, das wieder? Ja, ist sie gespannt. Du musst vorher die Schrauben noch machen, sonst hast du da hinten Probleme. Wie das jetzt angefangen ist, da denke ich, da sichten wir noch die Arme ab. Da gehe ich lieber schüften. Da guck mal, wie der da arbeitet. Der hat die Lust nur noch zu sägen. Das sieht es aus hier wie ein Dschungel, alles tatsächlich. So, ich räume mal ab, Günther, gell? Ich sehe hier eine Unordnung. Das hier hin. Guck mal, eine schöne Spinne. Ja. Dann hatte ich wieder ein Dorst gehabt. Drei verschiedene Tassen habe ich gehabt. Das ist die vierte. Noch ein paar Kleinigkeiten. Das kann ich hier rüber tun, Günther. Das tue ich nachher weg. Die Batterien in umweltgerechten Container zum Wegbringen. Die Mutter hat uns immer eins gesagt. Sauberkeit muss sein. Mutter hat am Tag 2 bis 3 Mal gewischt. Mehr. So hat es nie ausgesehen. Aber das ist durch die Kunden und andere Sachen, weil man da was hingelegt. Und wir schaffen das ja nicht auf alles auf einmal. Richtig. Wir können diese Arbeit, was unsere Mutter uns gemacht hat, nie nachholen. Das sind 10%, was wir machen an Sauber und so weiter. Die stand ja schon um 3:30 spätestens auf. Dann kam sie erst hier rein, hat hier eine Kerze angemacht, hat sich hier hingekniet und hat für unsere Toten alle gebetet. Ja. Und danach hat sie sich da drinnen gewaschen und dann hat sie erst hier geputzt und dann hat sie Wasser alles gemacht. Aber du musst sagen, wenn sie um 4:45 aufgestanden ist, ist sie nach 3 erst im Bett gegangen. Ja, eben, ist sie auch erst. Das musst du sagen. Uwe, ja, das macht aber Spaß. Oder nicht? Ja, Spaß macht es, aber ich meine, da brauchen wir was Größeres, Manfred. Ja. Also ein bisschen rumzuspielen für die kleinen Ässchen, hier ist schon das Richtige, aber was brauchen wir? Richtig Saub geben. Hackebeil? Nee. Was dann? Weißt du, was du fehlt? So eine alte Baumaschine, wieder so eine Radlader oder Kettenraube. Kettenraube ist schlecht wegen dem Platz, wegen die Steine. Also Radlader, wollen wir irgendwann versuchen, das einzubekommen? Ja, nicht schlecht, da können wir mal richtig sauer ab. Können wir richtig umspielen. Da können wir richtig, richtig blöd auf jeden tun. Fall, richtig. Aber kommst du da überhaupt noch wieder mit zurecht? Ich habe schon 35 Jahre so ein Ding nicht mehr gefahren, aber eine halbe Stunde da rumüben. Ja. Und wenn wir kaputt kriegen, können wir das Ding ja nicht. Dann machen wir auch Schrott draus. Wir machen die Autos Schrott. Ja, machen wir. Die Säge hatte ich schon bald platt gehabt. Das habe ich auch so einen Radlader oder so einen Kettenraube platt zu kriegen. Ja. Ludolf. Guten Tag. Moment. Peter, wegen den Audi 80, wegen dem Zylinderkorb, 66 kW. Wollen wir gerade hingehen? Da kam doch alles durcheinander. Da müssen Sie ein bisschen... Nein, warte. Moment, ich gehe jetzt dran. Hin. Ich rufe. Mal gucken. Müssen einen Moment warten, ja? Eine Minute. Renn nicht so schnell, Peter. Ja.
Nee, ist nicht mehr da. Uwe, der Kopf ist nicht mehr da. Der Kopf ist nicht mehr da, Günther ist weg. Hallo? Leider momentan nicht mehr. Ludolf, für Mitsubishi, Baujahr 91, zwei- oder viertürig? Viertürig, vorne rechts, ein Moment. Peter? 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 Hallo? Ich kann den momentan nicht erreichen. Können Sie noch mal in 10 Minuten zurückrufen, sonst wird er zu teuer für ihn. Okay, tschüss. Peter, was hast du denn da hinten so lange gemacht? Ich habe geschuftet. Ja? Türen geschleppt, aufgestapelt. Nachher muss ich noch die Karre und alles leer machen, mit den Uwe. Guck mal, wie der Schweiß mir runterläuft. Ich merke, du hast bestimmt mit Uwe in der Ecke da in dem Bett geschlafen, eine Pause gemacht. Du bist den ganzen Tag hier. Und ich habe gerufen und gerufen und gerufen. Nein. Kommt da von der Pause rein, macht die nächste Pause. Das ist ein Ding, ne, ey. Günther, das ist gesund. Gleich muss ich die Karre leer machen. Dann muss ich das leer machen. Ich muss erstmal etwas aufräumen. Dafür nehme ich gleich den Uwe bei, klar? Ob du den dabei nimmst oder alleine machst, kommt auch dasselbe raus. Der hilft wenigstens. Der quatscht nicht so wie du. Und geht mit auf die Eier immer, gell? Wollen wir so sagen, Peter, ne? Ich habe ja schon einen Bauch. Du hast einen dickeren Bauch. Ob du jetzt nach unten guckst oder nicht, du siehst deine Füße nicht, weil du nicht über den Bauch drüber weggucken kannst. Blödsinn. Weil ich ein Airbag im Bauch habe, aber oben der dünner bin, dann gehe ich nach vorne und dann überschlage ich, du Sack. Ja, und warum fällst du da nicht am Bauch und direkt am Kopf? Das ist wohl die Frage, weil ich meine Hände in der Tasche hatte, bestimmt. War der kalt gewesen, ne? Mir ist nie kalt. Ich kann im Winter bei 40 Grad rausgehen. Das haben wir vorher im Winter gemerkt, wie du hier geheizt hast. Also heizen kann man das ja nicht nennen. Mal einen Tag, dann ist aus Versehen der Ofen ausgegangen. Da wurde in 2 Wochen mal wieder der Ofen letzten Winter angemacht. Letzten Winter. Altes Sackgesicht. Und wir waren hier alle am Klappern. Ja, du bist ja wie eine alte Tumte oder eine Frau, die war immer. Du bist ein alter Schuh. Weißt du was? Du hast dich jetzt erholt. Roll mal schön wieder raus oder Tore längst. Das war hier gewesen. Ich habe hier Nee. Temperatur gemessen. 28 bis 35 Grad. Plus. Tore längst. Ich bin ruhig. Der Klügere gibt nach. Ja, das bin ja ich. Ich falle ja nicht auf den Kopf. Ich bin ruhig. Du bist hier und kommst, du raus ganz runter. Uwe macht ernst. Beim Baumaschinenverleih hat er sich einen Radlader geholt. Oi, Jungs, was habt ihr denn da? Was für Spinner habt ihr denn da geholt? Ego und Uwe haben uns entschieden dafür. Ei. Ich dachte erst, ihr seid Spinner, aber da hast du recht mit dir gerade. Das ist doch geil, wa? Ja, dann fahr ich den erstmal oben rauf. Ja, hoch. Und immer auf. Ich muss ein bisschen mit üben hier und dann machen wir nach Mittag und dann gucken wir mal lange, wo ich denn rumüben. Versuch mal, Kleiner, gell? Ach, das neue Auto, ich bin jetzt angekommen, aber Moment, Mundschalz. Ey, wollte ich nicht, da muss ich auch zurück. Ist nur ein Kratzer, Uwe. Kratzer. Macht da alles kaputt. Uwe. Der Uwe hat ja extra das Fahrzeug eben gerade gedrückt. Er wusste ja, wie er mit umgeht. Ja, genau. Er wollte mich nur ärgern. Genau. Und hatte mit Manni abgeredet gehabt, da den Wagen zu drücken. Er ist wirklich Fachmann da drin. Die haben die Caterpillars gefahren, die riesigen, wo eine Schaufel, da war ein LKW voll. So, Peter, dann gucken wir uns die Sache mal an, wie wir es am besten machen.
Das sind die Pläne. Wenn nach Mittagessen noch gut gestärkt sind, dann können wir loslegen. Ich würde sagen, Peter, die Rollis hier, die stellen wir hier rüber. Ja, hey. Ah, ja, aua. So. Das war der Anhänger. Guck, ja, guck uns die Sache mal an. Du musst rechnen, 11 Meter wird das Ding lang. Eine Breite. Ja. Praktisch, wir müssen 1 Meter erstmal Platz lassen. Und 11 Meter wird das Ding lang. Ja. Da kommt der Goliath rein und für die Firma die Wagen und alles. Nur mal eine Schaukel bleibt stehen, da kann man immer relaxen. Die tue ich ab und zu während der Mittagspause. Wenn ihr sitzt, da kann man dann schön mal schaukeln, aber immer in der Mittagspause. Da kann man dann die Augen zumachen und träumen. Da macht echt Spaß. Und wenn dann die Schaukel zu viel Geräusche macht, gehe ich hier oben immer hin, mache ein bisschen mit den Finger drehen, dann macht die gleich keine Geräusche mehr. Das ist so ruhig. Rudolf. Guten Tag. Ja. Ja, mit dem Praktikum, das wert nichts. Nein, weil wir sind ein reiner Familienbetrieb. Ja, ja. Wir machen das nur, wir vier Brüder. Das wollte der Vater immer so haben und so machen wir das auch. Okay, ne? Bitte schön. Tschüss. Rudolf. Nur nicht auf die Fresse. Nee. Ich bin auch mal mein Auto schieben ausgerutscht und voll auf die Fresse drauf. Nee, dann fällt bei dir nicht auf, Uwe. Du musst mehr nach mir rüber machen für einen Kilometer. Das weiß ich. Aber ich muss schieben gleichzeitig. Moment. Ich seh doch, Manny. Was jetzt Peter, für den 12M. Was ist? 12M6 vorne rechts mit dem Blinker. Wo wir hier reinkippen? Was, Günther? Ja. Noch keinen gefunden. Du hast einen Trichter. Hat er leider noch keinen gefunden. P4 habe ich gefunden, aber P6 noch nicht. Wann soll sie noch mal anrufen? Soll man bitte noch mal, morgen oder übermorgen, wie es Zeit hat. Morgen oder übermorgen noch mal anrufen, ja? Alles klar, Günther? Okay. Bitte. Tschö. Güntherchen, hast du mir hintergeklemmt? Ich brauche einen Schottenrock. Halten! Wir können aushängen und dann können wir schüben. Stoppen, Uwe! Halt. Rein, Uwe! Hast du fantastisch gemacht, Uwe! Manni, kannst du aus dem Auto kommen? Ja. So, Manfred, wollen wir gerade gucken hier, aber deine Maschine weg. Meine Maschine weg, ja. Bah. Ich muss wieder zusammenbauen, dann fahre ich dann nicht wieder cross. Du tust lenken, ich tue schieben. Ja. Einfach lenken. Lenken, gut. Schieben, schieben, schieben. Gern noch drin, aber. Weiß ich. Schieben mal. Da so ranlegen. Gut, super Maschine. Einfach rüber. Das ist eine schöne Maschine. Reparieren. Da kommt schon. Nicht nach oben. Uwe, ich geh mal 2 Minuten rein, dass ich mich nicht nervös bin. Und dann kommt er. Mach mal, ja, Peter. Sprit alle!
Gib her, ich guck das. Technik bin ich zuständig. Guck mal nach, könnte Sprit alle sein. Lass mal gucken. Ich guck nach. Ist alle. Deswegen. Dann fülle ich etwas nach. Deswegen lief sie auch wie Sau. Da kann sie auch nicht mehr laufen. Ich muss ein bisschen Zweitakter herholen. Bring mal her. Ein, zwei Stündchen bin ich wieder da. Ja, so wie es aussieht, ja. Ja, ja. Was hast du sonst gemacht? Ja, hier die Kundschaft am Telefon, Kundschaft draußen. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Was soll ich sonst gemacht haben? Das ist gut. Ja. Aber was willst du machen da, gell? Das ist eben mein Job. So, dann tu mal relaxen. Ich dampf dich noch ein bisschen mit dem Rauch ein. Ne? Mach mal. Okay. Uwe, ich habe das angemischt. Ein bisschen mehr Öl, dass das auch der Kolben nicht drauf geht. Mhm. Okay. Dann machen wir hier noch halt fertig, da wir nachher wieder richtig loslegen können, Manny. Okay, ich versuche mal zu kippen. Normal kann nichts passieren mit dem Trichter. Den habe ich mir extra gekauft. Tröpfchen für Tröpfchen von der Gute, wa? Das ist ja voll. Geht aber echt nicht viel rein. Da geht ja nicht mal ein Liter rein. Ich muss gleich ein bisschen trocken machen, die Säge. Sonst brennt es. Die dickeren Streumanni, Äste legst du irgendwo auf einen Haufen. Erstmal dahinter kann ich abends verpacken. Richtig. Und dann sägen wir vielleicht noch ein oder zwei Dinge ab. Richtig. Das so, kommt wieder zurück. Weg und dann legen wir los. So, dann wollen wir loslegen, Manny. Ja. Uwe, soll ich dir das mal machen? Ich will auch mal. Sackgesicht. Was? Ich will auch einmal absägen. Will das nicht? Das säge ich mal ab, ein Teil. Gib mal her. Späten Nachmittag. Peter ist erschöpft und relaxed. Und Günther? Günther wartet. Und wartet. Er wartet auf Kundenanrufe. Das ist zu dunkel, macht jetzt endlich Feierabend. Feierabend, morgen. Okay. Hast du recht. Manny, pack ein. Gut. Peter? Ja, Manny? Wir haben ja heute die Bäume für den Bau der Garage weggemacht. Ja, meine Bäume auch. Morgen kommt ja der Schutter an, richtig? Ja, dann könnt ihr den Hof richtig schön sauber machen. Gell? Richtig. Manny, schlaf jetzt endlich. Ja, gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manfred. Thank you.
Mani und Uwe müssen sich sputen. Der Platz muss frei werden. Sie haben 30 Tonnen Schotter bestellt und der soll in wenigen Minuten angeliefert werden. Du musst ein bisschen anders lenken. Schüben! Kelle knicken! So, ganz knicken, weiter! Den musst du nochmal anheben. Ja, noch einen Zentimeter. Super! Zurück! Mein Rhododendron. Ja. Die Rhododendron, die sind so schön gekommen und blühen so gut. Der wird komplett wieder mit den Ballen eingepflanzt. Und in 3 Jahren steht hier ein super blühender Rhododendron raus. Den musst du ziemlich weit einpflanzen, also kannst du ziemlich weit tief abschneiden, was man bei anderen Bäumen nicht machen. Obbaum so abschneiden, ist er tot. Aber ein Rhododendron, der kommt immer wieder. Super, einfach annehmen, ja! In der Halle arbeitet Peter an der Perfektionierung seines Haufenprinzips. Und wenn es mir zu langweilig wird, nehme ich den Kasten. Was runterfällt, nehme ich wieder auf. Nach den behaupteten Systemen einen Haufen. So, der Haufen ist praktisch erledigt. Am Vormittag wird es hektisch bei den Ludolfs. Vor dem Haus stehen die Kunden Schlange. Ausgerechnet jetzt kommt der LKW mit der Lieferung Schotter. Mani und Uwe sind beschäftigt. Peter muss die Kunden alleine bedienen. Ganz anrufen, wir sind für den Polo in Verbauer 91 eine Winkelscheibe. Ja. Habt ihr was da? Haben wir da für Polo 3? Okay. Ich hole dir die von 91 bis 94. Alles klar. Alles Minute ist sie da, gell? Alles klar, danke. Bitte. Dann mal gucken. Während Peter im Lager auf sich gestellt ist, haben Uwe und Mani sichtlich Spaß. Sie freuen sich wie kleine Jungs, die endlich Sand für ihren Spielplatz bekommen. Aufpassen, dass ich nicht falle. Sehr gut. Kann ich die Poloscheibe endlich rausbringen. Heile. Da haben wir sie, gell? Sehen Sie? Sauber und ordentlich. Polo 3. Alles klar. Bis 94. So, was kostet die jetzt? 30 Euro, wie abgemacht. Ich wechsle eben. Alles dauert klar. Eine Minute, gell? Ah, da habe ich es. So, bitteschön. Dankeschön. Danke. Noch einen wunderschönen Tag und schönes Wochenende. Ebenfalls und noch. Nicht fallen lassen. Dankeschön. Dankeschön auch ebenfalls, das ist nett. Und schöne Heimfahrt. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. So, tschö. Tschüss. Ich hatte Lichtschalter für den Golf. Baujahr 91. Jawohl. Minute ist er da. Golf 291. Tadam, tadidada. Tadidada. Das war 90. 92er.
Straßengerät. Ein bisschen größer wie deiner. Ja, aber den würde ich auch fahren, Mandy. Ja, aber ist ein schöner Apparat. Doppellenkende Achse hier vorne. Ja. Und alles. Das sieht gut aus, da kann von vorne beide Achsen lenken. Mann, da ist mal ein schöner Haufen drin, wa? Ich dachte, irgendwann ist alle, wa? Da sind die Zwerge, die wollen die größer tun, wie der Manfred jetzt. Da nee, sieht man hier, wenn es zeigt, wo er steht, weil nicht zu sehen ist. Ja, Moment, in Bayern steige ich ja auch auf die Berge. Aber nur auf die Wege, nicht an die Beine. Ja, Manfred, ich steige auf andere Berge. Wo so richtig zwei Berge oben sind, so richtig vollwusige Berge. Die schaffst du ja gar nicht mehr. Hast du eine Ahnung, weil ich nicht alles schaffe. Uwe und Manni diskutieren, welche Berge denn nun die schönsten sind. Peter weiß die Antwort längst. Da haben wir ihn ja. So. Ein schöneres Panorama als das Gebirge aus Autoteilen in seiner Halle kann es gar nicht geben. So. Und wieder einmal hat Peter aus Tausenden von Teilen das Richtige gefischt. Eins, zwei. Die gehen immer mal kaputt. Und sauber und ordentlich, kein Brandschaden, nichts dran. Das ist der Trimmer. Ja. Auch schön hell. Nicht verbrannt. So. Bitte schön. Recht schönen Dank und einen schönen Tag. Tschüss, Ken. Ja. Sehr gut. Super! Super! Erst rein! Immer kommen! Gut! Weiter! Komm! Auskippen! Gut! Und wieder her! Sehr gut! Wenn hier jetzt eine Betonplatte für die Garage raufkommt, muss ein Frostschutzplatte sein. Man kann nicht einfach auf dem Lehmboden eine Platte drauf machen, Betonplatte. Die würde der Frost mit der Zeit hochdrücken und die würde zerbrechen durch den Frost. Und deswegen muss eine untere Schicht sein, dass der Frost sie nicht hochdrückt, die Betonplatte. Da würde alles Risse geben. Und deswegen muss das eine Schicht hin. Eine Packlagerschicht. Ja, ist so wie ein Spielplatz für kleine Kinder, da kann man sich austoben. Besonders der Uwe. Das ist ein kleines Spielzeug. Ich sage, mit 9,5 bis 10 Jahren habe ich ja schon so Maschinen gefahren. Aber nicht so kleine hier, da waren ja doppelt und dreimal so groß. Und jetzt fühlt man sich so wieder wie früher. Also wie vor über 40 Jahre zurück jetzt. Das macht so richtig Spaß. Und die Maschinen lassen sich ja heute leichter fahren wie früher. Früher hatten die ja zig Hebel gehabt. Mhm. Heute ein Hebel, alles dran, nur einmal ein bisschen Knopf drücken und das Ding geht ab. Das kann praktisch jedes Zweijährige fahren. Deshalb braucht Uwe für das Verteilen des Schotters auch nicht unbedingt Mannis Hilfe. Damit ihm nicht langweilig wird, macht sich der penibelste der Ludolf-Brüder daran, einen langgehegten Plan in die Tat umzusetzen. Weg mit den alten Teilen mal, dann kann ich endlich hier die Regale aufstellen. Da wird sich der Peter bestimmt freuen. Ich nehme das auch noch mit und geht schneller gleich. Dann können wir da die ersten Regale hinstellen. Das macht Spaß. Dann geht's voran endlich. Das ist gut. Ludolf, guten. Was für ein Auto? Einen Moment, ich muss noch kurz fragen. Peter, 91er Golf 2, den Blinkerschalter brauchen wir. Haben wir da. Haben wir da. Einen Moment. Kostet? 15 Euro. Kostet 15 Euro. Moment, er will gleich vorbeikommen, Peter. Da muss ich raus. Okay, können Sie machen. Holen schon mal raus. Okay, bis gleich. Tschüss. So, dann werde ich mal holen. Was machst du da, Manni? Ich räume etwas auf, dass du ein bisschen Erleichterung hast. Ich mach den Regal Manni. Mit hinstellen. Ja. Ich hab da genug Regale. Wenn ich's wollte, hätte ich mir die Regale selbst aufstellen können. Ja, ich wollte aber helfen. Nein, nicht zu viel quasseln.
Mein Haufensystem wird nicht angegriffen. Okay, wenn ich tot bin, sei mal ruhig. Du lebst doch 1000 Jahre noch. Wenn ich tot bin, dann kannst du ein Regalsystem machen. Ja, ich will ja, dass du 1000 Jahre noch lebst. Ich gehe dann raus und tu die Jungtime ein. Nee. Stapel mal wieder schön zurück. Komm. Wenn du sie rausschleppst, kannst du auch wieder transportieren. Ja, dann wird das ja immer wieder zurückgestapelt. Und pass auf, noch einen haben. Den Kabel. Den Kabel mir nicht durchhauen. Aber die Regale wären nicht schlecht gewesen. Ja, das kannst du später machen. Das sagst du, seit 100 Jahren schon. Mein Haufensystem hier angreifen. Au, da war mein Fuß. Wer ist das? Aber ich hab eine Stahlkappe. Hey. Mein Kabel. Weißt du, was ich jetzt mache? Was du machen kannst. Du kannst in deine Garage gehen, nachher dein Auto polieren und gut. Hier, komm, fahr mal. Komm, ja. Komm noch mal. Da geh ich auf den Parkplatz und mach die Jungtimer. Sehr gut. Da muss ich noch Ordnung reinbringen. Da habe ich wenig meine Ruhe. Ludolf? Guten Tag. Baujahr? Ja, interessieren. Moment. Ja. Honda Civic, Baujahr 96. Ja. EJ9. Eine rechte Tür? Eine rechte Tür. Ich habe nur bis 96 da. Nein, er hat nur bis 96 da. Leider nicht. Jo. Ich bin mal einmal draußen, bitte. Bitte schön. Tschüss. Wenn ich nicht, alles gut aus. Wenn ich nicht hier schon oben aufräumen darf, will ich mal ein bisschen umsortieren. Was mache ich? Den Manta stelle ich rüber. Richtig, der kommt dann dahin. Der Commodore, das beste Stück. Manni! Darüber. Ja? Was willst du machen? Ich will ein bisschen hier umsortieren. Ja? Weil ja der Uwe hat ja so gebettelt für den Thomas, darf ihm den Wagen schenken. Und der das kriegt er geschenkt. Den haben. Ja, der kriegt dann auch geschenkt. Er soll ordentlich fahren und keine Beule reinfahren. Ja, dann wäre zu schade dafür. Richtig. Und was hast du dann vor? Den Wagen würde ich erstmal umstellen, aber. Dass du mir keinen Kratzer machst. Du fährst ihn raus, du machst Tor offen, ich fahre hoch. Dann kann ich die anderen auch gleich mal umstellen. Ein Manta ist ein Manta. Okay. Der läuft immer. Oh, noch ein bisschen eng. Aber ich komme rein. Was denn? Kein Kratzer hier reinmachen. Kannst rauskommen. Langsam. Keine Beule. Ist frei. Langsam. Kannst kommen. Sehr gut. Unten um. Kannst doch rüber kommen, ja? Sehr gut. Rückwärts. Ja. Peter? Ja? Ich habe deine Mütze wieder gefunden. Die kannst du dir schön aufziehen, ich mach dir das Tor auf. Peter, kannst kommen? Immer kommen. Scheiße. Manu. Was knallt denn da so? Ist dir was passiert? Nee, aber mein Auto. Komm mal raus. Du bist ein Knallkopf. Du bist ein Knallkopf. Komm, ich helf dir. Passiert nicht, was ist? Ich bin hier oben am Bagger und der fährt mir mit der Kiste hier hoch. Uwe, wir sind um das Auto stehen gehabt. Da ist der Feld, hier ist die Straße. Ich war hier am Drehen. Was hast du denn da drin, du Pflaume? Was habt ihr denn da wieder gemacht? Ja, der Uwe. 90%. Also das gibt's doch nicht. Und komm mal hier runter. Einen Moment, der kann doch mit dem Ding gar nicht umgehen. Ich komm mal runter, Mann. Ja, komm mal runter. Das stimmt. Ja, von wegen. Er ist ein guter Fahrer, sehr guter Fahrer. Aber er hat sich übertrieben verplant. Gut sogar. Er hat sich
deine wahre Meinung, oh Götter. Wer ist der Schuldige? Der, was hier hochfährt auf eine normale Straße oder der, was von den Sand Götter runter? Ruhig, nichts sagen, nichts sagen. Ruhig alle. Wer ist der Schuldige? Eindeutig. Der Uwe. Du hast vollkommen richtig. Der Uwe. Das ist ein Lumpen. Uwe, fahr bitte das Ding mal zurück. Nee, nee. Ich fahre zurück. Lass mal den Uwe erstmal ein bisschen wieder ab. Dann mach mal. Fahr mal zurück. Fährt 2 Meter zurück und lässt ihn stehen. Ja. Okay. Ja, lass ihn zurück. Ah, da kann jedem mal passieren. Ja. Nicht runter, nur zurück. Der rupt ganz auseinander. Bitte nicht anheben, Günther, die Schafe. Anheben. Wir rupten haben gleich ganz ziehen. Ja, zurück. Hey. So, zurück. Zurück. Hey. Zurück, Günther. Du bist auch lieber drinnen gegangen, so wieder wie der Rambouillard. Gut, reicht, 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 gut. Ja, jetzt ja. Du willst einfach die Haube freischwingen, also mach ich die Platz mal hier und dann. Jetzt muss ich den Einwander abbestellen. Tja. Die Scheibe ist alles jetzt kaputt. Ich kann nur lachen. Komm, du musst es auch erst üben. Ja, aber du sollst ja zurückfahren. Du sollst nur Gang und rückwärts. Und nicht dann. Ich habe gerade nur rückwärts. Ich wollte trotzdem ein bisschen ablassen. Soll ich noch mal vorfahren oder das noch ein bisschen tiefer machen? Ja, aber du kommst auf Wegen. Du kommst fertig. Peter verzeiht Uwe großzügig das Missgeschick. Und eines hat sein Bruder ja auch wirklich gut hingekriegt. Der Platz ist fertig planiert. Im Frühjahr wollen die Ludolfs hier dann ihre Riesengarage bauen.